Ich habe ja schon mal von sowas wie Lebenszielen gesprochen, die man haben sollte. Diese tiefgründigen Lebensziele, nicht diese materiellen, oberflächlichen Lebensziele. Und was ich aber noch nicht gesagt habe, ist, kann man zu diesem Ziel gelangen oder wie kommt man? Die meisten Menschen wissen nicht, was soll mein Ziel sein? Soll es spirituelle Entfaltung sein? Soll es irgendwas anderes sein? Ich weiß es einfach nicht. Und oftmals ist es nötig, diese materiellen Ziele, die dieses innerste spirituelle Ziel umgeben, erstmal abzuarbeiten. Das heißt, wenn man tief in sich reingeht, bewusst wird und sich mit seinem wahren Ich in Einklang bringt und dann ein materielles Ziel zum Vorschein kommt, was einem nicht aus dem Kopf geht, kann es sein, dass es ein einfach materielles Ziel ist, was das andere Ziel blockiert oder was noch so ein Kreis um das materielle Ziel bildet. Und dieses Ziel dann abzuarbeiten und diesen Kreis zu öffnen, ist auch ein Schritt Richtung wahres Ziel oder wahre Vision, wahre Mission im Leben. Und es können auch drei, vier Kreise im Leben sein, die dann um dieses wahre Ziel drumherum sind. Man kann also, wie gesagt, diese äußeren Kreise dann abarbeiten oder einfach sagen, okay, das ist es gerade, was ich fühle, ich mache das jetzt einfach mal. Gleichzeitig aber sich dessen bewusst sein, dass es nicht das innerste spirituelle Ziel ist. Aber man kann eben damit spielen, an der Oberfläche das abarbeiten. Und die zweite Möglichkeit ist, in Askese zu gehen. Askese bedeutet einfach, sich von allen äußerlichen Einflüssen distanzieren. Kein Fernsehen, kein Sex, keine Abende im Club, in den Bars, kein Internet, gar nichts. Und sich einfach mal in die Einsamkeit begeben. Das kann man daheim machen, man kann es auch einfach im Sommer im Wald machen, man kann es überall machen. Also man muss halt nur versuchen, sich von diesen äußeren Einflüssen zu disconnecten quasi. Und wirklich mal 2 Wochen, 4 Wochen, 2 Monate von mir aus, wirklich ohne diese äußeren Einflüsse zu leben, die einem immer wieder Input geben und immer wieder das überlagern, was eigentlich von innen hochkommen will. Und wenn man sich mal disconnectet von diesen ganzen äußeren Einflüssen und in Askese eine Weile mit sich selbst verbringt, taucht meistens eine Vision von ganz alleine auf. Oder sogar mehrere Visionen oder erst so äußere Kreise. Und die werden dann sogar durch diese Askese durchdacht und man kommt wirklich sehr schnell zum wahren innersten Ziel und zu seiner wahren Mission. Wir werden sowieso viel zu viel von äußeren Einflüssen beeinflusst. Die prasseln auf uns ein. Wir haben gar keine Zeit mehr, zu uns selbst zu kommen meistens, wenn wir es nicht aktiv tun, durch in die Natur gehen, rausgehen, durch mal wirklich Internetfernsehen abschalten und mal wirklich da zu sitzen und sich selbst zu spüren, wovor die meisten Menschen einfach Angst haben. Die lenken sich sofort mit dem nächsten ab wieder. Das dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.